Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusrunde von Shieldwall. Am heutigen Tag befindet sich Gaius Julius Caesar im Kolosseum. Oh Gott, die anderen greifen schon an. Leute, das ist eine kleine Special-Mission. Und zwar geht es hier darum, wir können mal kurz uns die Map angucken. Hier vorne sehen wir unsere ganzen Gegner. Die Flaggen hier an der Seite kann man nicht einnehmen. Es geht nur darum, Ziel D und C einzunehmen und dann möglichst viele Punkte zu sammeln, indem man diese Sachen möglichst lange hält. So, warte mal, wir schauen mal kurz. Standartenträger gönnen wir uns und Einheitenlimit? Ja, auf jeden Fall. Weil wir müssen möglichst lange auch draußen bleiben. Komm, wir gehen jetzt aber erstmal mit 19 Leuten los. Aktuell starten alle logischerweise mit 0 Punkten. Oh Gott, jetzt ist hier gerade schon ein ordentliches Battle. Lass die sich ruhig gegenseitig bekriegen. Und dann holen wir uns den Rest. Obwohl, vielleicht schaffen wir es hier. Komm, hier dran vorbei. Oh oh, die Gelben greifen wir an. Zack. Und wie gesagt, außen kann man die... Alter, das sieht so geil aus im Kolosseum. Hallo, Leute. Moin, ich bin Gaius Julius Caesar. Alles klar. So, Jungs. Jetzt können wir hier diesen Punkt einnehmen. Das Problem an der ganzen Sache ist, oh, da kommt sogar noch ein Gelber, dass wir wirklich jetzt hier, falls jemand uns angreift, ah ja, und die Blauen kommen direkt. Ja, die haben aber, ah doch, die könnten uns fertig machen. Glücklicherweise kommen die Grünen. So, wir haben jetzt das Rote eingenommen. Lass uns zurückziehen, weil das wirklich zu verteidigen macht jetzt keinen Sinn. Zack, so, warte mal, was holen wir uns jetzt? Speerwerfer oder, ah, oh, 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 das ist schlau. Schutzaura, oh ja. Dann kriegen wir 10% weniger Schaden. Hier hole ich mir jetzt gleich noch mal ein paar mehr Leute. So, Verteidiger bringen, glaube ich, auch nichts. Der wird jetzt die rote Flagge uns klauen. Und jetzt sehen wir schon, wir sind die Einzigen, die bis dato eine Flagge eingenommen haben, haben damit 20 Punkte. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat, wie gesagt, gewonnen. So, warte mal, jetzt müssen wir hier auch mal ein bisschen reinballern. Mit dem Speer immer schön jemanden weghauen. Zack, guter Treffer. So, jetzt hier wieder schön einnehmen. Und ich glaube, dann kriegt man doch auch noch mehr Gold, oder nicht? So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, hinter uns! Oh nein, wir werden eingekesselt. Zieht euch hier zurück. Ah, das ist jetzt ein großes Problem. Ja, wir werden... Was machen wir? Kommt mit, kommt mit, kommt mit! Einfach durch. Lass die anderen sich bekriegen. Ein paar Leute werden wir verlieren. Dann gehen wir direkt zu Gelb. Weil Gelb sammelt gerade ordentlich Punkte. Da kommen auch direkt die Blauen. Und ein paar Gelbe, die hinter uns herlaufen. Okay, Angriff. Zack. Es wird auf jeden Fall wichtig sein, möglichst, ja, wieder eine Elite-Truppe zusammenzustellen. Oh Mist, ey. So, hier haben wir. Den Fight müssen wir gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass wir das schaffen. So, ran. Oh, warte. Wir haben einen Punkt. Machen wir gleich. Oh, nee, ich muss mehr treffen. Weil immer, wenn ich einen mit einem schönen Treffer auseinandernehme, dann ist der zumindest erstmal außer Gefecht gesetzt. Wie sieht's aus? Sehr gut, Jungs, sehr gut. Boah, Alter. Die hat es richtig erwischt, die Blauen. Jetzt kommen allerdings die Grünen. Nee, nee, Jungs, 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 Jungs. Chillt, chillt, chillt. Ja, wir haben jetzt hier kaum eine Chance. Aber wir haben schon 61 Punkte. Kommt, 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 kommt. Strategischer Rückzug. Jetzt, ah, oh, wir werden eingekesselt. Hier rum. Ist jetzt nicht so geil. Aber ist besser, als wenn wir jetzt die Flagge so schnell verlieren. Ah, jetzt schnappen sich die Gelben die. Die Gelben sind bis dato echt unsere größten Feinde. Punktemäßig überholen die uns auch gleich. Ja, toll, die Grünen die ganze Zeit. Hier. Grün. Oh, warte, die sind doch mega wenig. Zack, Alter, das war ein gutes Manöver. Die muss ich jetzt schön plätten. Jawohl, genau. Ich würde sagen, wir gehen auf Nahkampfschaden. Weil wir wollen unsere Gegner ja schon möglichst oft niederstrecken. Deswegen Gold pro Minute und so weiter, das ist jetzt nicht wichtig, sondern Nahkampfschaden ist geil. Oh ja, Team Gelb hat jetzt auch viele Leute verloren. Mit ein bisschen Glück können wir uns hier gleich wieder ein paar Leute holen. Was ich mich frage, soll ich jetzt auch einen Speerwerfer schon mal reinsetzen? Ich glaube erstmal nicht. Heilungsaura... Oh, dieses Standarten-Hauptsymbol ist, glaube ich, gut. Dann könnten wir da nochmal Angriffsgeschwindigkeit, weil Flaggeneroberung ist hier, glaube ich, nicht so wichtig. So, im besten Falle gönnen wir uns jetzt nochmal eine richtig krasse Armee. Zack, 25 Leute. Perfekt. Kommt alle mit? Geil, wie die alle da nochmal so runterhüpfen. Oh, oh, jetzt kommt hier ein Double Clash. So, wir gehen direkt ran. Zack, schön wieder die Leute auseinandernehmen. Oh, Jungs, jetzt brauchen wir kurz mal ein bisschen Kraft auch von den anderen. Oh, warte, das Horn. Ja, ein bisschen spät das Horn benutzt. Da hätten wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute holen können. Also im Sinne, dass sie überleben. Die fighten jetzt. Die Frage, ja, Grün kommt nämlich von hier. Hm, schaffen wir das? Oh, ich glaube nicht, dass wir das schaffen, Leute. Ich glaube, ich würde sagen, dass wir einen taktischen machen. Fighten jetzt lieber nochmal gegen Blau, um dann hier den Punkt einzunehmen. Ah, Mist, und da kommt Gelb. Okay, kommt mit.
Boah, ey, ich finde, das Kolosseum haben die so geil hinbekommen. Also nicht, dass ich wüsste, wie das Kolosseum in Wirklichkeit aussieht, aber es sieht derbe geil aus. Junge. So, diesmal gucken wir, dass wir ein bisschen besser aufpassen, weil wir müssen hier ein bisschen geschlossener angehen. So, die fighten da. Grün kommt doch hier bestimmt gleich schon wieder. Nee. Grün wurde da gerade aber auch richtig platt gemacht. Aktuell führt auch Team Gelb. Also da müssen wir müssen offensiver gegen die vorgehen. Dann direkt hier ran. Zack. Und das Horn. Ah, Standartenträger ist down. Okay, aber die Gelben, ja, die hat's ordentlich erwischt. So, ich hoffe mal, dass Grün... Ah, Grün, geht doch nicht zu uns. So, der Standartenträger ist wieder da. Obwohl, wie ist... Nee, Grün ist doch mega wenige. Und Attacke. Und das Horn. Jetzt müssen wir nochmal ordentlich Angriffsschaden haben. Zack. Oh, auch gute Treffer. Direkt wieder in mehr Nahkampfschaden. Ja. Warte mal. Die kommen jetzt von beiden Seiten. Komm. Lauft einfach durch. Kommt mit, lasst euch nicht in den Fight verwickeln. Okay, so viel dazu. Das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Ich wollte eigentlich, dass beide kämpfen. Und zwar nicht gegen uns, sondern gegeneinander. Oh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier gerade überleben. Oh, doch, sieht gut aus. Nein, Standartenträger! Wir müssen... verteidigt den Standartenträger! Okay, alles gut. Stopp. Ja, Team Gelb soll das schön gegen Team Grün kämpfen. Jetzt haben wir nämlich mittlerweile die Führung wieder übernommen. Okay, was sollten wir jetzt machen? Heilungsaura wäre vielleicht auch geil. Oder eben so langsam in bessere Leute investieren. Ich würde fast sagen Heilungsaura. Weil man verbringt ja schon eine gewisse Zeit an der Flagge. So, hier jetzt Nachschub holen. Und dann warten wir auch auf die anderen. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Horndauer? Nee, erstmal, glaube ich, gehen wir auf die Speerwerfer und so weiter. Weil ich glaube, die sind ja schon die krassesten. Und wir wollen ja eine Elite-Einheit wieder machen. Die Taktik finde ich hier auf der Map eigentlich schon smart, dass man insgesamt besser ausgebildet ist als der Gegner. Das Blöde ist, dass jetzt Team Gelb schon wieder zwei Flaggen hat. Okay, die werden jetzt aber von den Grünen so ein bisschen attackiert. Das finde ich persönlich sehr gut, weil dann gehen wir einfach hier hin, snacken und können jetzt gleich uns die Reste schnappen. Ja, die sind... Oh, das ist sehr geil. Die kämpfen einfach zu dritt. Weil dann werden wir gleich die Reste angreifen. Alter, Blau... Oh, ja, Blau will Stress. Okay, Blau kann Stress haben. Wir kämpfen an der Flagge. So, Horn. Oh ja, das gibt jetzt nochmal... Alter, jetzt... Krass. Habt ihr das gerade gesehen? Die haben schon... Warte mal. Doch, wir kämpfen hier. Gelb ist der größte Feind. Oh, Alter. Wie viele sind denn das? Das sind doch mehr als 25. Okay, das Gute ist, dass wir es geschafft haben, dass sie den Punkt jetzt hier... Obwohl, doch, die schaffen das. Die haben uns komplett auseinandergenommen. Aber das Gute ist, da kommt jetzt Team Blau und nimmt hoffentlich den Punkt ganz schnell ein, während wir einmal ganz schnell nach Hause müssen. Wir holen uns die Legionäre. Ja, ob das jetzt so schlau war, weil wir kriegen jetzt bestimmt keine 25 Legionäre hin. Ja, wir kriegen gerade mal 11. Aber Team Grün läuft da nach vorne. Dann nutzen wir die Gunst der Stunde. Und klauen. Das geht auch selbst mit 11 Leuten gut. Wer ist das da oben? Wer winkt uns dazu? Fügen Imperator. Oh ja, das war eine gute Taktik. So, oben sehen wir, nach 30 Minuten entscheidet sich, wer gewonnen hat. Oh ja, okay, Team Gelb ist geschenkt, könnt ihr haben. Weil wir wollen jetzt nochmal unsere Streitkraft komplett boosten. So, dann haben wir wenigstens 20 Stück. Oh, guck mal, Team Gelb wurde mit Team Blau nochmal so ein bisschen in Kontakt geschickt. Sehr nice. Und Team Blau kommt dann jetzt wahrscheinlich hier hin. Wird aber... wir haben jetzt die Legionäre. Die sind schon krass. Und wir haben sogar noch das Horn. Oh, Team Grün kommt. Ja, aber ich glaube, die sollten wir schon ziemlich gut wegflexen können. Ja, macht mal ruhig Stress. Wir bleiben ein bisschen... Ah, wieder von beiden Seiten. Ich hasse es. Ja, wir müssen Leute sichern. Nein, wir... Okay, einfach drauf. Mist, das war dumm. Jetzt werden wir... Ja. Oh, schaffen wir das? Nee, schaffen wir nicht. Oh Gott, lauf, Gaius Julius Caesar. Oh Mist, das war eine harte Niederlage. Aber wir führen immer noch mit über 100 Punkten. Das Blöde ist, dass Team Blau gerade auch gut gegaint hat. Ja, jetzt merken die, warum sind wir weggelaufen? Oh Mist, 15. Also da müssen wir mehr aufpassen. Das ist jetzt das zweite Mal passiert, dass wir eingekesselt wurden. Wir müssen dann schneller gucken, schaffen wir es, da rauszukommen? Zum Beispiel jetzt ist es, glaube ich, eine gute Position. Die fighten jetzt... Und dann zerballern wir deren Reste. Zack, perfekt. Der eine Blaue, der läuft auch schon weg. Das können wir hier hinten ganz entspannt zugucken. So, die Blauen werden jetzt wahrscheinlich gleich angreifen. Aber dann sind die einfach, die sind Futter. So, und wenn jetzt gleich Grün
grün kommt, dann werden wir uns nämlich zurückziehen. Genau, da kommen sie zum Beispiel schon wieder. So. Weil dann überlassen wir denen ruhig das Ding. Das können wir sogar jetzt schon machen. Obwohl die chillen. Ja, ja, lass uns das mal machen. Weil wir haben jetzt hier nichts, was wir großartig gewinnen können. Deswegen einmal zurück. Dann können wir easy hochgehen auf 25. Zack, 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 zack. Und können dann eher von der Mitte aus angreifen. Weil die Blauen und die Gelben sich hier bekämpfen. Vielleicht gehen wir sogar tatsächlich komplett außen rum. Aber, oh, ey, 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 was ist das denn? Ja, okay. Gut, dann gibt's Stress. Nochmal Angriffskraft. Wir zünden das Horn. Sehr gut. Da sind die Grünen. Oh, da kommen wir. Nee, lass uns lieber gegen die Grünen kämpfen. Ich glaube, die sind nämlich schwächer als die Gelben. Ich habe nämlich echt das Gefühl, dass die ordentlich Damage machen. Oh, einer lebt da noch. Das war, glaube ich, sogar ganz gut jetzt hier. So, weil die fighten. Wir gehen direkt wieder weg. So, was für Upgrades sollte ich jetzt noch benutzen? Oh, warte, die Grünen kommen. Die gehen aber in die Mitte. Jetzt nicht zu offensiv gehen. Weil ich hoffe einfach mal, dass... Ja, ja, die Grünen kämpfen nämlich da vorne. Oh ja, die werden so geschwächt sein gleich. So, ich würde sagen, erhöht die Dauer des Horns ist gar nicht so wichtig, weil der Kampf dabei fast schon zu Ende ist. Ich würde tatsächlich... Genau, den Cooldown. Nicht genug Gold. Achso, ich brauche 250. Oh ja, ein paar von denen kommen jetzt hier rüber. Aber wie gesagt, das Horn. Zack, guck mal da. Innerhalb von wenigen Sekunden. Also ich gehe auf jeden Fall auf den Horn-Cooldown. Da kann ich den alle 30 Sekunden zünden. So, rennen die... Ah, nee, die rennen nach Hause. Sehr, sehr geil. Wir haben es aber gut geschafft, Gelb ein bisschen abzuhängen. Dafür snackt mir Blau in letzter Zeit zu viele Punkte. Oh, nee, 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 nee. Die wollen jetzt Stress. Haben wir schon wieder den Cooldown? Nee. So, okay, mal gucken. Das wird jetzt ein heftiger Fight. Wir haben aber wieder unser Horn. Das sollte uns gut supporten. Oh ja. Oh, wir gehen durch wie durch Butter. Das sind Ägypter. Krass, wir haben nur 4 Leute verloren. Ah, nein, jetzt kommen die Grünen von hinten. Ah, das war so klar, Junge. Das war so klar. Das wird jetzt ein guter Punkt oder eine gute Reifeprüfung sein, ob wir es schaffen, mittlerweile so eine Elite-Einheit zu haben. Tatsächlich. Nein! Ach, komm! Wie sollen wir das denn? Jetzt kommen auch noch die Blauen! Ihr wollt mir... Ja, das... Ich versuche wirklich mit dem Speer so viele Leute aus dem Spiel zu nehmen wie möglich. Nee, nee. Wir können laufen, wir können laufen. Ah, das war krass. Also muss man sagen, unsere Leute sind mittlerweile Standartenträger, du musst überleben. Sind wirklich... Das waren 3 Wellen, die wir fast überlebt haben. Lauf, Standartenträger. Lauf, 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 lauf. Nicht draufgehen. Zack, 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 zack. Okay, die laufen weg. Wenigstens hat der Standartenträger überlebt. So, ich warte jetzt tatsächlich nochmal, bis wir hier die 25 haben. So, komm, einer noch. Einer geht noch rein. Bitte, jawohl. Limit. So, wir haben tatsächlich auch die ganze Zeit diesen Punkt hier gehalten. Weil Grün, glaube ich, relativ passiv gespielt hat. Blau gönnt sich da hinten das von Gelb. Bitte nicht zu uns. Bitte lauft nicht zu uns, sondern zu Blau. Oh ja, perfekt. Dann bleiben wir nämlich jetzt hier einfach ganz gechillt. Wir sichern einfach nur unseren Punkt. Boah, das sieht geil aus. Junge. Oh, Team Blau hat bald Team Gelb überholt. Sind die Geschosse hier gut? Ich finde den Cooldown irgendwie wichtiger. Also der vom Horn. Verschwendung sind halt die Dinger. Ach, die gibt's hier, glaube ich, gar nicht. Stimmt. Man kann hier gar nicht diese Dinger skillen, womit man besser Tore zerstört. Das haben sie bei der Map rausgenommen. So, Team Grün formiert sich. Die sind auch mit Abstand die schlechtesten. Wir haben gerade mal 31 Punkte. Team Blau kommt da hinten. Nee, lass mal den Cooldown, falls der Standartenträger drauf geht. Was ist das hier nochmal? Achso, vom Held. Nee, nee, machen wir das. Ohne den bekommen wir halt auch nicht diesen Bonuseffekt. Ah, okay, jetzt kommt Team Blau. Das könnte gleich... Ja, das wird hier wieder sowas Doppeltes wahrscheinlich werden. Müssen wir jetzt einfach durch. Kommt, und Horn. Zack. Oh ja, direkt nochmal ein Punkt. Batz, Alter. Wir haben jetzt schon plus 23% Nahkampfschaden. Und Angriffsgeschwindigkeit. Oh, der ging auf die Treppe. Oh Gott, das war mein eigener. So, 2 Leute haben wir verloren. Das Gute ist, dass wir jetzt im besten Falle an der Flagge ein bisschen heilen. Okay, Team Gelb orientiert sich hierhin. Das wird jetzt die Frage sein. Boah, das sind noch echt viele. Bisschen Zeit zögern und go. Oh ja, und guck, das ist das Geile. Wir können jetzt schon wieder das Horn zünden, weil wir den Cooldown richtig schön verringert haben. Oh ja, und die zweite Welle. Auch fertig gemacht. Jetzt sind wir sogar bei 19. Haben 4 Leute
nur verloren und drängen jetzt hoffentlich ein bisschen. Okay, und können jetzt hier auch nochmal Horndauer mache ich. Und dann machen wir gleich die Geschosse. Ah ja, fightet schön gegeneinander. Wenn wir hier kurz chillen, Leute, 15.12., 20 Uhr, Mega-Mini-Paluten-Drop. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Generell, falls ihr noch was für Weihnachten sucht, schaut gerne vorbei. Wir haben gerade nicht so viel zu tun, das ist ganz chillig. Ah, Kleopatra, hallo, na? Suchst du Stress? Oh, warte, wir halten hier nochmal ein bisschen. Oh, Attacke und das Horn. Hätten eigentlich direkt schon die Geschosse kurzzeitig benutzen können. Ja, Standartenträger, perfekt. Boots, 30% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Oh, das sieht jetzt aber gerade... Doch, sieht gut aus. Ah, oh, die Grünen. Nee, jetzt werden wir von beiden Seiten. Ja, das kannst du knicken. Nee. Kommt mit. Wir sichern so viele Leute, wie noch können. Ein paar werden wir verlieren. Aber wir sollten hier noch genügend... Ja, fast. Fast 25. Den Punkt können sie jetzt erst... Boah, Team Blau hat gerade alle Punkte von sich. Ja, tatsächlich. Da. Boots. Krass. Okay, das ist echt nicht so geil. Was macht der eine da? Der ist ja so... Hopp. Und dann jumpt er hier. Warte mal. Ja, komm runter. Whoop. So, 25. Jetzt müssen wir aber mal ganz aggressiv rangehen. Weil ich habe keinen Bock, jetzt hier auf den letzten Meter noch zu verlieren. Es sind gerade noch mal 9 Minuten. So, Horn. Zack. Das konnten wir jetzt auch einen Ticken früher zünden. Weil es diesmal jetzt 7 Sekunden dauert. Alter, okay. Die gehen da echt durch wie durch Buddha. Ah, jetzt. Ja, das ist das Problem. Wir werden wieder eingekesselt. Aber komm, wir gehen in die Offensive. Weil vielleicht kommen wir hier doch noch ein bisschen lebend raus. Ja. Komm mit. Das war jetzt gar kein so schlechter taktischer Rückzug. Hier holen wir uns jetzt die 25. So, und die laufen nämlich jetzt zu Blau. Und dann schnappen wir uns hier vorne die gute alte Flagge. So, zap, zap, rap. Jetzt haben wir nämlich wieder den hier. Warte mal, was muss ich nochmal drücken? Ah, V war das. Nee, steck die mal bitte wieder ein. Oh, Grün hat uns schon angeaimt. Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, die sind echt nicht so krass. Wir haben mittlerweile eine unfassbar gute Elite-Einheit. So, guck mal. Die haben jetzt nämlich ihre Schilde hoch, dadurch brauchen die noch länger. Mach die Schilde wieder runter. Okay, und zack. Oh, gute Treffer. Da lagen ein paar von denen am Boden. Zack, Zündung, Horn. Und die werden nicht durchhalten können. Oh. Nee, kommt zurück. Lass die da ruhig fighten. So, nochmal Geschosse. Infanterie enthält ein weiteres Geschoss. Ja, wunderbar. Wir haben auch nur eine Person beim Kampf verloren. Wir regenerieren jetzt ein bisschen. Und Grün sollten wir gleich ganz gut schwächen können. Können wir vielleicht mit ein bisschen Glück? Schade. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Gut, jetzt haben wir natürlich einen Schuss verbraten. Was nicht so smart ist. Ich hoffe, Blau kommt jetzt nicht. Aber wir gehen hier ein bisschen in die Offensive. Weil ich habe keine Lust, dass Blau jetzt gleich kommt. Und Schuss. Oh, 10 Stück. Und jetzt Attacke, Alter. Jetzt drauf da. Jaja. Die haben gar keine Chance. Guck mal, wie schnell unsere Leute sogar zuschlagen. Ach so, ach, hier will noch mal jemand Stress. Verringert den Cooldown von 60 auf 30 Sekunden. Machen wir auch noch mal. Gucken. Ah, Cooldown ist noch aktiv. Oh, schön 5. Na, Horn haben wir jetzt gerade nicht. Das ist ein bisschen blöd. Dann würden wir die auf jeden Fall noch mal deutlich schneller fertig machen. Ja. Aber das hat total gut geklappt wieder. Strategie, Spezialeinheit. Nicht irgendwie, man hätte ja auch auf Gold und so weiter gehen können. Aber ich finde das deutlich cooler, wenn du dann irgendwann so eine krasse Truppe hast mit der Standarte, weil du hättest da auch auf Gesundheit pro Sekunde gehen können, Bewegungsgeschwindigkeit, aber nee, das finde ich deutlich cooler so. So, was machen die jetzt dann noch? Ein kleines Tänzchen. Ist aber alles gechillt. Wir könnten vielleicht sogar noch einmal nach Hause gehen, um kurz nochmal 4 weitere Leute zu holen. Und dann gehen wir nochmal schön in den Angriff. Da kommt ihr. Wupp, wupp, wupp. Die springen immer so süß. So, wer will jetzt Stress? Oh ja, jetzt gibt es hier, glaube ich, nochmal ein Vierer-Battle. Guck mal, da ist Team Grün. Ja, die werden richtig eingekesselt. Warte mal, die kämpfen. Oh, schöne 6er-Treffer. Oh, nochmal 7. Alter, die haben auf jeden Fall heftigst auf den Sack bekommen. Team Blau ist gut angeschlagen. So, guck mal, und dann geben wir jetzt nochmal hier drauf. Da geht es jetzt einfach nur darum, die Leute nochmal schön fertig zu machen. Boah, guckt euch das an. Zack, 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 zack. Wie ein heißes Messer durch Buddha. Schnappen wir uns nämlich nochmal den Punkt hier. Naja, das ist jetzt schon ganz eindeutig. Wir haben jetzt sogar wirklich kurzzeitig beide Punkte. Natürlich, da vorne kommt jetzt Team Grün. Ich glaube, ich würde sogar auch hier in der Mitte durchgehen. Und auf Team Grün. Nochmal schön
den Punkt. Oh, was willst du denn, Alter? Oh Gott, der kam richtig angesprungen, weil ich ihm im Flug hat er noch einen kassiert. Krass, wir haben jetzt sogar beide Punkte. Oh, warte, die sind am Kämpfen. Zack, ah, was waren nur 6? Oh, 8 Treffer nochmal. Die machen wir auch nochmal platt. Kein Problem. Zack. Die haben auch gut schon Schaden gefressen, ja, ja. Und schaffen wir vielleicht noch die 1000 Punkte? Weil wir haben die ganze Zeit jetzt hier beide Punkte. Und Team Grün, ja, ja, guck mal. Zack. Die kassieren jetzt auch nochmal. Horn zünden. Die haben keine Chance. Da hinten, die anderen müssen erstmal ein bisschen regroupen. So, warte mal. Guck mal, jetzt kommt nämlich auch Team Gelb noch gleich von hinten. Oh, oh, Angriff. Ja, das wird schwierig. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Zünden jetzt nochmal ein bisschen das Horn. Krass, wir haben es doch noch geschafft. Aber das wird nichts. Das wird mich überraschen. Ich schaffe es auch jetzt hier. Schaffen wir es, ein paar rauszunehmen. Krass, wir haben über 1000 Punkte. Doppelt so viele wie der zweite. Naja, das schaffen wir nicht. Schade. So, wir gucken jetzt Standartenträgerlauf. So, hier bisschen links und rechts. Standartenträger! Du schaffst das. Ich glaube an dich, Junge. So, saftige 25. Okay, perfekt. Gleich ist die letzte Minute. Wie der springt. So, Abfahrt. Muss man sagen, wir haben das Kolosseum. Am Anfang sah es gar nicht so gut aus. Aber sobald unsere Strategie wirklich gut funktioniert hat mit dem Angriffsschaden und wir genügend Hörner hatten. Oh, guck mal. Oh, da können wir wieder schön reinschießen. Warte, wir gehen ein bisschen näher ran. Nee, Jungs. Schießen. Whoop. Na, das waren nur 4. Oh, schön. Und jetzt nochmal rein da. Sind noch 5 Sekunden. Jetzt, oh, ich bin auf die Statistik gespannt. Und... jawohl, der Victory. Genau, hier sieht man das noch. Teampunkte. Da war Team Gelb die ganze Zeit krass. Aber dann irgendwann haben wir richtig losgelegt. Leute, Gaius Julius Caesar konnte das Kolosseum für sich beherrschen. Einnehmen. Okay. Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, schaltet den Like rein. Schaut, wie bereits erwähnt, gerne auf paluten.shop vorbei. Wie gesagt, 15.12. 20 Uhr gibt es nochmal einen Mega-Mini-Paluten-Drop. Und das war's für heute. Haut rein. Ciao, ciao.